Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe bei der lieben Jutta bei Liebe zum Handmade bestellt und das Paket kam jetzt an und ich wollte euch gerne zeigen, ja, was ich mir da wieder ausgesucht habe. Und ich denke, ich fange direkt mit dem Größten an. Ich habe nämlich eine Dufttafel bestellt und zwar in der Duftrichtung Parfümduft Angel. Und den hatte ich schon einmal als so ein kleines Pöttchen und ich fand den schön. Es wäre jetzt kein Parfüm, dass ich mir ansprühen würde, aber als Raumduft fand ich den sehr, sehr angenehm. Es riecht leicht frisch, ein bisschen feminin parfümig. Und ich verstehe, dass man bei Angel sagt, es ist ein wenig ein Oma-Parfum. Wie gesagt, ich würde es mir nicht selber ansprühen, aber als Raumduft gefällt es mir sehr gut. Und deswegen dachte ich, ich bestelle mir davon gleich mal eine Tafel. Ja. Und jetzt kann ich ganz viel damit düfteln. Ich habe mir das Ganze aber auch noch zweimal als Pöttchen liefern lassen. Ich dachte einfach, vielleicht für nächste Tauschpakete, dass derjenige, der mit mir tauscht, dann auch mal in den Genuss von Juttas Düften kommen kann. Habe ich ihn halt noch zweimal in klein mitgenommen. Dann habe ich mir ein Dufttörtchen in Black Cherry geholt. Den Duft kenne ich von der Jutta nämlich noch gar nicht. Ich habe aber schon in anderen Videos gehört, dass der sehr intensiv sein soll. Der schaut so aus. Zweifarbig gegossen, ein bisschen Glitzer. Oh ja. Der ist allerdings nicht authentisch Kirsche, sondern... Das erinnert mich jetzt an ein Kaubonbon oder an Bubba-Kaugummi in Richtung Kirsche. Also so extrem übertrieben künstlich süß. Hat für mich was von einer Kindheitserinnerung. Ja, erinnert mich total an ein Kaubonbon oder an ein Hubba-Bubba. Kalt finde ich ihn lecker. Und ich finde, dass er kalt auch nur wie diese süße, ich nenne es jetzt einfach mal Kaubonbon-Kirsche riecht und keine marzipanige Unternote hat. Es ist aber, wie gesagt, kein authentischer Fruchtduft, aber eine schöne Kindheitserinnerung. Dann habe ich mir Duftpröbchen in Mandarine bestellt. Die hatte ich schon einmal von der Jutta bekommen. Und ich fand die so lecker, dass ich mir die nochmal nachgeordert habe. Und dann habe ich hier so süße Eulenformen bekommen. Und ich finde, der riecht einfach nur richtig lecker. Richtig schön nach Mandarine. Ich würde sagen, es ist auch nicht zu 100% authentisch, aber man erkennt, dass es eine Mandarine sein soll und keine Orange. Und ich hatte den im Advent an und fand ihn sehr schön und dachte, der geht eigentlich auch noch im restlichen Winter. Dann habe ich mir Kaschmir bestellt. Diesen Duft hatte ich schon einmal von Jutta, allerdings hat sie da noch Rapswachs benutzt. Mittlerweile benutzt sie ja Sojawachs und ich wollte wissen, ob das an dem Duft in der Lampe dann was ändert. Kalt riecht er jetzt erstmal sehr gleich wie der im Rapswachs gegossene. Aber ich bin gespannt, ob das in der warmen Note dann einen Unterschied macht. Denn diesen Kaschmir von Jutta finde ich jetzt nicht ganz so kuschelig wie andere Kaschmirnoten. Er ist nicht schlecht, das nicht, um Himmels Willen. Aber er ist halt nicht dieses extrem kuschelige. Ich glaube, hier ist auch kein Sandelholz drinnen. Muss natürlich auch nicht in einem Kaschmirduft drin sein, haben aber halt sehr viele. Ja, ich bin gespannt, wie er warm sein wird. Ich werde ihn, denke ich, noch recht bald testen. Dann habe ich mir nochmal das Parfum Nummer 7 mitgenommen. Das hatte ich auch schon einmal. Das war jetzt kein Duft, wo ich gesagt habe, yay, supi, aber ich fand ihn sehr angenehm. Ich hatte den im Badezimmer und da fand ich, dass er gut gepasst hat. Und das ist ein sehr frischer Parfumduft und so ganz leicht maskulin, seifig. Kann man das so sagen? Ich fand, dass der im Bad richtig gut gepasst hatte und ja, dafür habe ich ihn mir dann auch noch einmal mitgenommen. Dann habe ich Prosecco und Cassis mitgenommen, obwohl ich befürchte, dass er nichts für mich ist. Das Ding ist einfach,
Cassis riecht in meiner Nase zwar gut, aber wenn es warm wird, ist es einfach wie alle dunklen Beerenarten. Es wird mir oft oder sehr schnell too much einfach. Ich dachte aber vielleicht mit dem Prosecco klappt das. Mal schauen. Okay. Okay, so eine spritzig-zitrische Prosecco-Note kommt tatsächlich durch. Cassis als solches rieche ich jetzt nicht. Er hat eine fruchtige Unternote. Aber wenn ich es jetzt nicht wissen würde, würde ich nicht drauf kommen. Das könnte also für mich tatsächlich funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich den Zauberstab. Den kannte ich auch noch überhaupt nicht. Hui, der ist sehr zitrisch. Meine Güte, da kommt so eine zitrische Note. Und da haltet ihr mich jetzt für verrückt, wenn ich die jetzt vergleiche. Ich vergleiche übrigens total oft mit Süßigkeiten, mit Kaubonbons, mit Bonbons, mit Kaugummis. Ist euch das schon aufgefallen? Und er jetzt auch, der erinnert mich an das Gelbe, also das Zitronen. Bonbon von Nimm 2. Wenn ihr das einmal in der Mitte kaputt beißt und dieser flüssige Kern rausläuft, so wie das schmeckt, so riecht das hier. Erinnert mich komplett an das Zitronenbonbon von Nimm 2. Spannend. Ja, es ist also keine Reiniger-Zitrone, es ist aber auch keine authentische, es hat schon wieder was von einem süßen Bonbon. Ich vergleiche wirklich oft mit Süßigkeiten. Und Nummer 5 Type, den hatte ich auch noch nie. Ich glaube, das soll eigentlich wieder ein Parfumduft sein. Der riecht für mich jetzt allerdings weniger parfümig, sondern mehr seifig. Aber nicht negativ seifig, sondern wie so eine richtig schöne, edle Seife. So keine 0815 Seife. Ja, anders kann ich das jetzt gar nicht beschreiben. Und aufgrund der für mich seifigen Unternote wird er im Badezimmer verdüftet, der Nummer 5 Teil. Und dann habe ich mir noch einen Duftbecher in Marshmallow und Zuckerwatte mitgenommen. Das ist dann der etwas größere Becher. Guck mal, wie das ausschaut. Total schön, ne? Und der riecht sehr süß erstmal. Der hat für mich aber auch eine leicht fruchtige Unternote. Gut, das kann die Zuckerwatte sein. Vielleicht ist es eine leicht fruchtig aromatisierte Zuckerwatte. Aber sonst ist der sehr, sehr süß. Ich denke, der wird auf jeden Fall gehen. Hier, Marshmallow und Zuckerwatte. Und dann habe ich von der Jutta auch wieder ein Goodie-Tütchen bekommen. Da war zum einen drinnen ein Corny-Riegel in Schoko, ein Mesmer-Früchtetee und vier kleine Mels. Da habe ich einmal die süße Magnolie. Klingt schon mal sehr schön und frühlingshaft. Und das ist so ein Herzchen in zwei Farben gegossen, in rosa und weiß und mit so ein bisschen rosa lila Glitzer. Oh, die riecht schön. Ja, das ist ein richtig schöner Frühlingsduft. Ja, das ist ein richtig toller, floraler Magnolienduft. Der gefällt mir. Süße Magnolie. Dann habe ich hier Bubblegum Pink. Den kenne ich schon, ja. Er riecht wie diese typischen Kinderkaugummis. Erstmal so. Zwei Eulen, auch wieder zweifarbig gegossen und mit Glitzer. Ja, einfach nur ein süßer Kaugummi, so wie die früher im Kaugummiautomat oder auch diese viereckigen, wo so ein Tattoo-Bild drum war. Ihr kennt die aus eurer Kindheit sicher alle. Genau so riecht das.
Extrem künstlich, extrem ungesund, aber irgendwie lecker. Ja, hat halt wieder was von Kindheitserinnerungen. Dann habe ich hier die spritzige Orangenblüte. Das klingt ja auch gut. Auch das ist zweifarbig gegossen in Grün und Gelb mit Glitzer. Oh, der ist schön. Der gefällt mir. Das ist der nächste Nachbestellkandidat auf jeden Fall. Zumindest wenn er warm genauso schön ist wie kalt. Es ist aber, würde ich behaupten, keine reine florale Orangenblütennote. Sondern ich behaupte, da ist auch noch ein wenig von der Frucht selber mit dabei. Riecht für mich aber sehr lecker und schön nach Orange. Ja, den mag ich. Und der letzte ist dann der Piratenfluch. Das ist ebenfalls zweifarbig, so ein kleines Sternchen in blau-weiß. Der ist nicht meins. Da ist eine Unternote drin, die mag ich nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, wonach er riecht. Nein, ich bin nicht in der Lage dazu. Aber der hat für mich eine Unternote, die mir nicht gefällt. Ist aber nicht schlimm. Wem gefällt schon alles? Kommt in irgendein Tauschpaket. Irgendjemand freut sich bestimmt darüber. Ja, das waren die Sachen, die ich mir bestellt habe und natürlich auch selber bezahlt habe. Das möchte ich an der Stelle erwähnen. Allerdings hat die Jutta mir noch ins Paket ein paar Duftis getan, die ich im Rahmen unserer Kooperation antesten darf. Das heißt, die 6 Düfte, die jetzt kommen, habe ich nicht bezahlt, sondern sie wurden mir gratis zur Verfügung gestellt. Da habe ich einmal hier ein Dufttörtchen Jumanji. Wo gehst du auf? Auch das ist zweifarbig gegossen in einem Lindgrün und einem dunkleren Grün. Der ist schön. Der hat für mich aber auch schon wieder so eine leichte Bubblegum-Note. Also wieder sehr künstlich süß und erinnert mich ein wenig an die Kindheit. Ich habe die Duftbeschreibung jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich werde aber natürlich schauen, ob ich sie für euch alle auftreiben kann und werde sie dann nachträglich unten einblenden. Das heißt, vermutlich wisst ihr jetzt schon, was hier drinnen ist. Ich nicht. Es hat für mich was leicht Zitrisches und eine Bubblegum-Note. Es riecht auch nicht unangenehm, sondern so künstlich, süßlich, Kindheitserinnerung-mäßig wieder. Was es genau ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich finde ihn aber nicht schlecht. Dann habe ich grüner Tee mit Bambus bekommen. Den habe ich demnächst auch zugeschickt bekommen in einem Umschlag. Ich glaube, der war von der lieben Silvia. Die hatte mir noch einmal einen Umschlag geschickt und da war, glaube ich, dieser Duft auch bei. Und ich fand ihn schön. Weil der hat dieses grüne, frische vom Bambus. Und durch die Teenote, die man auch sehr deutlich wahrnimmt, hat er was von einem Spa-Duft. Es ist so ein beruhigender, entschleunigender Duft. Kalt gefällt er mir sehr gut, warm hatte ich ihn noch nicht. Dann habe ich den Zauberwald. Wald ist immer gut. Okay. Das ist übrigens auch zweifarbig gegossen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist ein helles Grün und dann oben ein dunkles Grün. Bei dem Zauberwald behaupte ich jetzt, es ist ein Mischwald. Es sind Akzente von Nadelbäumen drinnen, aber jetzt nicht so vordergründig oder so extrem, dass man sagt, es ist ein reiner Nadelwald. Er hat auch was leicht Holziges und Laubiges. Ich würde sagen, es ist ein Mischwald. Kalt ist der Duft ein wenig dezent, also jetzt nicht ganz so intensiv. Ich bin gespannt, wie es dann warm sein wird.
Dann habe ich hier Lady Millionaire. So ein Jupp. Auch das ist zweifarbig gegossen in Gelb und Rosa. Oh. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie an Lady Million gerochen habe. Das ist von Paco Rabanne, soweit ich weiß. Das gefällt mir hier, aber das ist so zart, floral, ein wenig cremig. Kein aufdringlicher Duft. Der gefällt mir. Ich glaube, der passt super in den Frühling. Den hebe ich mir noch für den März oder so auf. Und dann habe ich hier eine Baby Powder und etwas Coconut. Das ist jetzt so die Sache, wie der riechen wird. Ich hatte den Baby Powder von Jutta schon einmal. Und ich fand ja, dass er kalt nicht wie Baby Powder gerochen hat, sondern eher wie eine Babymilch, eine Babylotion. Also weniger pudrig, mehr cremig. Im Warmzustand fand ich dann allerdings, dass der Duft recht seifig wurde. Seitdem brutzel ich den eigentlich auch nur noch im Badezimmer. Da gibt es ehrlich gesagt schönere Babypowder-Düfte. Also für mich persönlich. Ich rede immer nur aus meiner Warte, ja? So, und hier ist er jetzt mit etwas Kokosnuss gemischt. Ja, und diese Babypowder-Note kommt direkt durch. Für mich riecht er mittlerweile auch kaltseifig, aber das sind halt so diese Verknüpfungen, ne, zwischen Nase und Gehirn. Ihr kennt das an dem einen oder anderen Duft. Die Kokosnuss rieche ich jetzt kalt nicht raus. Ich gehe davon aus, dass sie das Ganze aber auch nur im warmen Zustand ein wenig cremiger macht und vielleicht auch ein bisschen runder. Ich bin gespannt warm, ob er anders riecht als der pure Baby Powder. Und dann habe ich hier noch Mrs. Lily. Und Mrs. Lily ist auch wieder zweifarbig gegossen. Oh. Oh. So schaut das aus, mit ein bisschen Glitzer. Und hier ist auf jeden Fall ganz viel Floral drinnen. Ich glaube, Rose rauszuriechen. Er hat aber irgendwie auch was Spritziges. Als wenn auch hier wieder ein Schuss Prosecco oder so drinnen wäre. Der gefällt mir auf jeden Fall. Das ist ein sehr fröhlicher Duft. Ich glaube, der ist auch im Frühling super. Der hat so was fröhlich Beschwingtes im Kaltzustand. Ja, der gefällt mir. Ich freue mich. Vielen Dank, liebe Jutta, dass ich wieder ein paar Düfte testen durfte. Und vielen Dank auch, dass ich meine Bestellung so schnell bekommen habe. Und ich freue mich, die ganzen Düfte jetzt wieder auszutesten. Und alle anderen, hoffe ich, hatten ein klitzekleines bisschen Spaß, das Video zu schauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.